Am Weg zum goldenen Felsen in Chaityo machen wir kurz vor Bago Station bei einer kleinen Familie, die sich auf Töpferei spezialisiert hat. Die Familie erzeugt hier mit einfachsten Mitteln Tontöpfe und andere Tonwaren. Gerne demonstriert man uns hier die einzelnen Arbeitsschritte. Hier ist wirklich alles echte Handarbeit. In dieser Grube wird der Ton angemischt. Mit einer Art Holzhammer, in den ein Muster eingeschnitzt ist, wird das Muster in die Tontöpfe eingeklopft. Das Muster ist am Hammer. Hier hinten befindet sich der Ofen, in dem die Tontöpfe gebrannt werden. Da 1000 Töpfe gehen da rein? 1000 schon. Sind gerade drinnen. Leider drängt die Zeit und wir müssen die freundliche Familie verlassen. Circa 5 Kilometer vor Bago erreichen wir die Chaikpyun Pagode. Palmenfrüchte und Palmenkerne sind das. Auf einem Sockel sitzen vier 30 Meter hohe Buddha-Figuren Rücken an Rücken und weisen in die vier Himmelsrichtungen. Angeblich sind diese vier Buddhas vier Schwestern gewidmet, die versprochen haben, nie zu heiraten. Die vier Schwestern zogen in alle vier Himmelsrichtungen aus. Eine der Frauen brach ihr Gelübde und schon zerbrach auch die Buddha-Figur. Selbst die Restauration half nichts. Kaum war die Figur fertiggestellt, zerbrach sie sogleich wieder. Für Doris und Nui bietet sich wieder Gelegenheit, Verdienste zu erwerben. Auch hier die Pagodensäule, die immer dann aufgestellt wird, sobald die Pagode fertig errichtet ist. Wie unser Richtner. Wir erreichen Bago. Bago liegt 85 Kilometer nordöstlich von Yangon. Bago wurde 825 nach Christus von den zwei Mohnbrüdern Tamala und Vimala aus Tatong gegründet. Der Legende nach beobachteten die Brüder eine heilige Gans dabei, wie sie ihr Nest auf einer kleinen nahegelegenen Insel baute. Dies war für die Brüder ein Zeichen, dass sie die Stadt Hantawadi nennen sollten. Bagos Wahrzeichen ist heute noch der mystische Hintervogel. Wir befinden uns nun in der Schwemador-Pagode. Vier Aufgänge mit jeweils zwei weißen Sintis als Wächter mit Mönchsfiguren in den Mäulern führen zur Plattform hinauf. Dieser Mann betet wieder zu den Nats. Trifft man mit einem Geldschein in eines der kleinen Boote, die sich um das große Boot drehen, so erfüllt sich der auf dem Boot angebrachte Wunsch. Zu erfüllen. Die letzte Stufe ist das zum Nirvana. Die letzte Stufe ist das zum Nirvana? Ja, die letzte Stufe ist zum Nirvana. Und er war ein, er hat und er wohnt im Meer und er besitzt die sieben Meer. Und sieben Seen, Gewässer, ja? Ja. Und er konnte die Natur schaffen. Die Leute glauben so. Ja. Er konnte Regen machen oder Sonne sein. Ja, das ist das Wetter machen. Ja, Wetter machen. Nach dem Wettermacher besuchen wir ein kleines Museum.
Das ist der Wächter, da muss ich ums Wächter. Das ist keiner was. Als kleine Stärkung kauft Nui Wachteleier. Drei Erdbeben haben im letzten Jahrhundert diese Pagode schwer beschädigt. Unter anderem ist dabei die Knospe der Stupa abgefallen, die hier nun aufgestellt ist. Das ist beim Erdbeben runtergefallen. Ja. Restaurationsarbeiten sind immer noch im Gange. Irgendwann überkam uns ein menschliches Bedürfnis, aber darüber wollen wir nicht weiter sprechen. Grausam. Wenn ich zu meinem Herrenklo sein müssen. Während unserer Weiterfahrt nach Chaitio machen wir auch Stopp bei ein paar Fischern. Hier ist übrigens meine Videokamera runtergefallen und wäre fast im Fluss gelandet. Die Fische werden entschuppt und getrocknet, die teuren Innereien zum Verkauf angeboten. Nächster Stopp ist die Hinterkuhn-Pagode. Die Legende besagt, dass sich genau hier zwei Hintervögel niedergelassen haben. In der Pagode sind in drei übereinander liegenden Reihen Tafelbilder aufgehängt, die sehr anschaulich verschiedene Legenden und Ereignisse aus der Herrschaftszeit der Portugiesen und Mon darstellen. Aber nochmal zurück zu den Hintervögeln. Im Hauptschrein der Pagode ist eine Darstellung von ihnen zu sehen, bei der der männliche Vogel den weiblichen trägt. Platz zur Landung war nämlich nur für einen Vogel. Von hier bietet sich auch ein schöner Blick auf die Schwemmador-Pagode. Sehr populär bei den Einheimischen ist der Nat-Schrein. Nats sind menschliche Lebewesen, die gewaltsam, häufig durch ungerechte Herrscher zu Tode gekommen sind. Die Burmesen glauben, dass zornige oder erboste Nats schreckliche Gräuel in ihr Leben bringen können, wenn sie nicht geachtet und verehrt werden. In einer naheliegenden Gartenanlage bestaunen wir einen riesigen liegenden Buddha. 90 Meter. Da wirkt unsere liebe Doris schon etwas winzig. Es geht weiter zum liegenden Buddha von Xuetanyang. Dieser ist die Hauptattraktion von Bago und hat die kolossalen Maße von 55 Meter Länge und 16 Meter Höhe. Er zählt zu den schönsten Darstellungen eines liegenden Buddhas in Myanmar. 55 Meter lang und 17 Meter hoch. Und der fünftgrößte in Myanmar, aber der schönste. Der fünftgrößte in Myanmar. Der Buddha wurde im Jahre 994 von Mon-König Migapeda II. Errichtet. Mit dem Untergang Bagos 1757 ging auch der Buddha verschollen und wurde vom Dschungel überwuchert. Erst 1880, zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft, entdeckte man ihn bei Erdarbeiten zufällig wieder. 1906 baute man zum Schutz eine eiserne Halle darüber.
1948 wurde sie erneut renoviert, 1995 weitere Renovierungen abgeschlossen. So viel Stoff macht müde.